Tabletop-Spielsysteme, Skirmisher, Airbrush-Technik, Farben, Dioramenbau, Pinsel und Zubehör. Das Tabletop-Paradies ist jetzt deine neue Anlaufstelle rund um das Thema Tabletop. Mehr Informationen unter www.tabletop-paradies.de. Hallo und herzlich willkommen beim Chef Oberboss in meinem neuen Video zum Masters of the Universe Battleground, die Macht der wilden Horde. Nach der Wave 5 Erweiterung für die Masters of the Universe Fraktion zeige ich euch heute die Wave 5 der Evil Warriors Fraktion. Darin enthalten, wie auch schon in der anderen Erweiterung, sind keine Geländestücke, sondern drei Miniaturen, und zwar Schweberoboter A und Schweberoboter B und Webstore und ein paar Karten und Spielanleitung. Und Webstore habe ich sogar noch gefunden bei mir in meinem kleinen Arsenal von Masters of the Universe Original Action Figuren von Pan 80. Leider hat er nicht mehr seine coole Rüstung. Das war ziemlich cool. Der hatte hier hinten so einen Kasten drauf. Da konnte man eine Schnur rausziehen mit diesem Interhaken, den er auch hier in der Hand hat. Und da konnte man den wirklich dann so an Objekten hochziehen. Also ziemlich cool. Schade, dass ich nur noch den Körper habe von ihm. Aber der sieht ziemlich genau aus wie jetzt hier die Miniatur auch. Außerdem konnte ich mich auch noch an die Schweberoboter erinnern. Und zwar habe ich hier mein Sammelalbum von 1983 gefunden. Und da tauchen hier zum Beispiel auch schon diese Schweberoboter auf. Genau, wenn man hier genau hinguckt, da waren auch noch Schwarz-Weiß-Bilder drin. Die habe ich dann auch alle koloriert damals. Und das da hier ist auch ein Sammelbild. Und da sind die Schweberoboter. Und die sehen genauso aus wie auch auf der Vorlage. Und ich habe auch schon mal geübt. Das ist ja ganz gut. Bei den Miniaturen, die mehrmals vorhanden sind, kann man immer schon mal vorarbeiten. Und darum habe ich Schweberoboter A schon mal angemalt. Und den B, den zeige ich euch heute, wie man den bemalt. Wer übrigens dafür ist, dass ich hier dieses coole Sammelalbum mal durchblätter als kleines Video, der kann es einfach mal in den Kommentaren schreiben. Hier nochmal der Schweberoboter A in der Detailansicht und hier der Schweberoboter B. Den hier werde ich heute für euch bemalen. Das wird wahrscheinlich ein ziemlich kurzes Maltutorial. Grundiert ist der mit Rathbone und werden jetzt komplett alles außer das Base mit TTC Mithril Blade bemalen. Ja, also da nehme ich sogar einen großen Pinsel. Da kann man nicht viel falsch machen. Nach unten hin, hier würde ich dann den etwas kleineren Pinsel nehmen, damit man nicht hier diesen Staub bemalt, weil der wird nachher andersfarbig. Ja, das ist so ein schönes Maltutorial. Zeige ich euch, wie man Mithril Blade aufträgt. Wichtig, immer mit ein kleines bisschen Wasser verdünnt, damit die Farbe eine glatte Oberfläche bildet. Aber auch nicht zu sehr, damit sie nicht zu sehr verläuft. Wenn das Mithril Blade gut getrocknet ist, dann nehmen wir einen Mix aus Kontrast Medium mit einem Tropfen Kontrast Thalassa Blue. Das sieht dann ungefähr so aus. Und damit bemalen wir sozusagen den ganzen Rumpf, außer die Arme und die Beine, in Anführungszeichen. Das ist ein ganz, ganz kleiner Filter, damit das Silber so ein bisschen bläulich wirkt. Die Arme und Beine. Oder das Bein, das Monobein, das waschen wir mit TTC Oblivion Black. Da gibt es auch nicht viel zu beachten. Wenn man ein bisschen über das Blau drüber kommt, ist es auch nicht schlimm. Wenn alle Washes getrocknet sind, dann nehmen wir nochmal TTC Mithril Blade und bürsten überall nochmal drüber. Außer natürlich hier über das Base und den Staub. Dann nicht. Aber sonst überall. Und wenn ihr das Blau weniger haben wollt, dann müsst ihr halt öfters drüber gehen oder mit ein bisschen mehr Farbe. Und
Und das sieht doch schon ganz cool aus. Und im Anschluss daran nehmen wir Doom Death Black und bemalen damit hier vorne das Display, also auch über diese Schrift drüber gehen oder diese Kurve. Da habe ich ein bisschen geschlampt. Und das gleiche machen wir hier oben bei den Augen auch. Da malen wir auch über die Halbkreise drüber. Normalerweise bemale ich das Base immer erst am Schluss, aber es war noch so viel schwarz übrig. Von daher habe ich direkt den Rand mit TTC Doom Death Black mit bemalt. Wenn das schwarz getrocknet ist, dann nehmen wir TTC Yellow Flame und bemalen damit vorsichtig hier die Augen. Das deckt echt super gut auf dem Schwarz, was nicht selbstverständlich ist für Gelb. Und vorne fürs Display habe ich dann noch Sanguine Scarlet benutzt. Könnte ich jetzt andere Rot benutzen, um diese Kurve da reinzumalen. Und dann sind wir eigentlich schon fertig mit dem Modell. Jetzt malen wir nur auf Space. Für den aufgewirbelten Rauch benutzen wir Contrast Groove Charger Gray mit ein bisschen Medium verdünnt. Und müssen nur darauf aufpassen, die Steine nicht mit zu bemalen. Hier zum Beispiel diesen Stein, der wird danach einfach mit Agarus Dunes mit bemalt. Ansonsten sieht es ganz nett aus. Wenn alles gut getrocknet ist, dann nehmen wir als letztes noch Contrast Agarus Dunes und bemalen damit dann noch die Steine. Dann sind wir auch schon fertig. Fertig sieht der Kampfroboter dann so aus. Trocknet noch. Und wenn alles getrocknet ist, kommt noch Mattlack drauf und dann ist er fertig. Also super einfache Bemalung. Das Ergebnis finde ich in Ordnung. Das war es auch schon wieder beim Chef Oberboss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es ziemlich kurz war. Und wie immer würde ich mich über euer Feedback freuen, über einen Daumen hoch und würde sagen, bis zum nächsten Mal beim Chef Oberboss und beim Masters of the Universe Battleground. Macht's gut. Tschüss.